Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind beim letzten Mal ordentlich gescheitert bei einer kleinen popeligen Nebenquest und dachte mir halt dann so, ja, dann bin ich definitiv im Moment noch zu scheiße. Und wir wollen jetzt der Hauptquest ein bisschen hinterher. In Hoffnung, dass wir dann halt auch mal wieder, ne, neue Waffen irgendwo bekommen. Waffen, die wirklich Töfte sind und so. Und ja, weil wir haben ja wirklich ein ordentliches Damage-Problem. Aber auch in der ganzen Gruppe. Ja, weil ich manchmal auch wirklich das Gefühl, ich bin der Einzige, der ein bisschen Schaden macht. Und Gladius. Und ja, ich hoffe, dass wenn wir jetzt hier weitermachen, dass wir dann halt so ein bisschen vorankommen. Ob wir das wirklich tun, abwarten und Kakao trinken. Ne? Aber mal schauen. Wir kriegen das hin. Bestimmt. Eventuell. Möglicherweise. Vielleicht aber auch eher nicht. Weiß ich nicht. So. Nach diesem glorreichen Ladebildschirm landen wir aber auch schon wieder da hinten bei dem Kaff mit den Leuchtturm und so. Und dort haben wir zwei Nebenquests, die wir noch annehmen können. Eine von Telcode und eine wahrscheinlich von Cid. Und dann können wir mit Iris sprechen, um zur Fähre zu kommen. Das Schiff, das quasi gebaut wurde und so. Guten Tag. Kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Ich verstehe. Was gibt's hier? Benutzt Ravus das Schwert nicht. Das wäre ja auch noch schöner. Was bildet sich dieser unverschämte Kerl überhaupt ein? Aber warum hat er es dann mitgenommen? Was für ein Schwert? Die Königsgräber gibt's wohl nicht nur in Lucis. Aber die Fähren fahren doch nicht. Deswegen recherchieren wir gerade in Büchern. Buchstabenjäger, was? Ja, ich verstehe. Lass das, Mann. Ja, wir nehmen jetzt hier erstmal irgendwelche Quests an, beziehungsweise halt im Zuge dessen werden wir dann halt auch die Hauptquests hier weitermachen. Kann ja hier schon mal markieren, damit ich mich da nicht verlaufe. Los, Kleiner. Und damit wir schneller von durch den Wald hier kommen, nehme ich mal eben schnell hier den Chocobo tatsächlich. Weil es halt dann doch ein Tickchen schneller geht. Auch nur ein Tickchen. So. Bin ich schon da? Bin ich schon da? Bin ich schon da? Hier kann ich die eine Quest annehmen. Machen wir auch. So. Ach, ich kann jetzt auch hier rein? Aha. Guten Tag. Hallo, Telcode. Na, alles klar? Ja, danke. Hm? Was ist denn das? Ach, das? Eine kleine Kaktusfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Die gibt es überall in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Die blaue habe ich schon mal gesehen, ja. Nein, tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet. Ach so, ja, warum auch? Aber von nun an halte ich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. Mehrere Aufgaben wurden deiner Aktionsliste hinzugefügt, okay. Was? Vielen Dank, Prinz Noctis. Okay, also die blaue... Was? Haben wir? Mein kleiner gelber Kaktor? Haben wir? Ich dachte, ich hätte die nur... Ich wusste, dass ich die irgendwann mal brauche. Hey, Telcode, ich hab was für dich. Was? Ist das dein Ernst? Wow! Hurra! Jetzt habe ich alle! Vielen, vielen Dank, Prinz Noctis. Immer die Sammler sind die schlimmsten. Hust, hust. Ja, 2000 Erfahrungspunkte sogar für zwei Kaktusstatuen, die ich gekauft habe. Ist okay, kann man machen. Was haben wir denn Feines? Bevor wir jetzt hier, ne, gleich weiterdüsen und so, da liegt doch irgendwas. Ein Magieflakon. Oh! Toll. So, hier oben liegt doch auch noch was. Ein Sticker, königliches Wappen. Okay, kann ich hier auch rein? Ich kann da übernachten, hier kann ich noch was aufheben. Sticker, Regalia-Abzeichen. Mhm. Also übernachten ginge hier.
wenn ich sie unbedingt wollen würde. Jetzt hat er alle drei Figuren hier aufgestellt. Ist ja irgendwie schon knuffig. So, dann gucken wir uns mal die andere Nebenquest an, die wir hier irgendwo annehmen sollen. Ja, die ist da direkt. Okay. Na, wir schauen mal. Wird ja Zeit, dass wir mal ein bisschen wieder mit der Hauptquest hier vorankommen. Nur so ein Stückchen. Ja, ja. So, guten Tag. Das ist Einsteigen. Wir wollen aber erstmal... Ach, das ist da hinten, okay. Wow, dieser Wind. Können wir denn Sid hier irgendwie noch ansprechen? Nichts zu tun? Ja doch, jede Menge. Die Welt retten und so, ne? Kennst du ja. Kennst du. Was haben wir denn hier? Eine Katze? Oh, du bist doch die Katze vom Galdin-Kai, oder? Ah. Ich muss schon sagen, hast ja eine ganz schöne Reise hinter dir. Oh. Und? Hast du wieder Hunger? Wie sollen wir denn hier was zu essen finden? Ob sich hier irgendjemand mit Katzen auskennt? Ich würde einfach mal Monika fragen. In Insomnia hatte sie mehrere Katzen zu Hause. Ach was? Monika mag Katzen, sagt ihr? Ob wir uns den Weg zum Galdin-Kai sparen können? Weiß nicht. Katzen sind ziemlich eigensinnig. Das unterschreibe ich sofort. Dich hat's ja richtig erwischt. Okay. Ganz ehrlich, die Quest hier mache ich nochmal ganz kurz, oder zumindest ein Teil davon. Der schnurrende Magen. Ne, das ist ja jetzt kein großer Akt. Ne, kann man ja mal eben schnell machen. Hier weiß ich gar nicht, wann man hier irgendwie mal das Feld backen kann. Ich gehe davon aus, man kann hier wieder Feldwirtschaft betreiben. Da muss man mal abwarten. So. Einmal bitte hier rein. Dankeschön. Ach, guck mal. Die Person stand doch eben noch nicht hier. Hallo. Prinz Noctis, was führt euch zu mir? Könntest du vielleicht was für uns kochen? Gern. Allerdings steht mir hauptsächlich nur Gemüse zur Verfügung. Ist nicht für mich, sondern eine Katze. Verzeiht, Hoheit. Das war mir nicht klar. Ich bereite gerne etwas zu, aber momentan habe ich keinen Fisch. Oh, darum kann ich mich gerne kümmern. Ist das wahr? Entschuldigt die Umstände. Angeln liegt mir nämlich leider nicht besonders. Dafür bin ich ja da. Vielen Dank. Wenn sich nichts angeln lässt, dann könntet ihr vielleicht was kaufen. Einige Läden führen auch Fertiggerichte. Mhm. Ein Seebarschfilet besorgen. Haben wir denn überhaupt sowas, um einen Seebarsch zu fangen? Ich habe keine Ahnung. Sorry, Herrgott, aber du warst gerade ein bisschen im Weg. Da unten. Stimmt, da war ja eine Angelstelle. Ah, das machen wir, wenn wir immer mal wieder da sind. Jetzt aber erstmal Hauptquest. Was hast du denn? Hey, du. Was möchtest du tun? Gemüse plaudern erstmal. Die frische Seeluft ist wirklich unschlagbar. Total. Gemüse anbauen. Nocht, hör doch. Unser Feld ist fertig. Sag ich doch. Nocht, willst du vielleicht auch was anbauen? Was denn zum Beispiel? Gemüse? Ihr könntet es als Proviant mitnehmen oder verkaufen. Und beides. Was muss ich tun? Ich gebe dir Saatgut. Kannst es ja mal ausprobieren. Karottenanbau in KM. Du kannst ab sofort KM-Karotten auf Iris Feld anbauen. Da Noctis die Karotten auf den Tod nicht aussteigen kann, kann Ignis sie allerdings nicht zum Kochen verwenden. Selbst ist der Prinz. Saatgut sehen. So viel zu nehmen. Ja, wir machen jetzt die Hauptquest. Klappt ja gut. Okay. Wie funktioniert das hier? Warte, da war was. Aha, reiche Ernte. Das und das und jenes. Muss ich mir vielleicht mal die Quest hier markieren? Selbst ist der Prinz. Ich bin hier schon richtig. Ah, da kann ich was machen. Saatgut ausstreuen. Du hast das Saatgut verstreut. Schau dir das Feld morgen wieder an. Mein Feld wird so brach liegen. Okay, wir gehen schlafen.
Warte nicht auf die Möglichkeit, hier zu pennen, ne? Aber, also, ja gut, die Möglichkeit besteht immer, ne? Aber wir machen das immer nie. Wir werden mal hier übernachten. Ganz kurz. Einfach nur, damit wir das mit der Feldarbeit auch lernen und damit nicht das Feld dann tatsächlich brach liegt. So, übernachten. Kostet mich nichts. Heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Einmal mit Profis. So, wir haben nicht gekämpft, die haben eigentlich gar nichts heute gemacht. Aber muss auch mal sein. Aha. Finde ich ja schon irgendwie schön, ne? Auch wenn sie jetzt keine wirklichen Dialoge miteinander führen, aber so an sich, so die Atmosphäre, die da wohl herrscht, ich glaube, die ist relativ angenehm. Schon wieder, Gentiana? Hast recht. Wo? War sie dabei? Diesmal weiß ich aber 100 pro, dass Gentiana nicht da war. Wo? Äußerst mysteriös. Was sehen die denn da? Das finde ich ein sehr interessantes Foto. Das ist stark überbelichtet. Man merkt, das ist ein Profi in Fotografie. Gegen das Licht fotografieren ist nie gut. So. Dann schauen wir uns mal schnell das Feld an. Das gefällt mir. Hey. Hey, listen, hey. So. Ach, guck mal. Da sind ein paar Karotten. Die kann ich schon ernten. Whoop. Tidu. Aufgabe abgeschlossen. Yay. Hallo. Ist das hier euer Feld? Ja. Wer fragt? Ah. Verzeihung. Mein Name ist Toni. Ich betreibe ein Restaurant und suche gute Zulieferer. Mit Gemüse aus biologischem Anbau könnte ich punkten. Wärt ihr vielleicht bereit, mir eures zu verkaufen? Okay, Toni, der Bio-Gourmand. Der Restaurantbesitzer Toni setzt voll auf Biogemüse. Im Tausch gegen KM-Karotten gibt er dir verschiedene Gegenstände. Wie viel haben wir? 2 Ulwart-Beeren. Okay, und Waffen für 4 Karotten. Okay. Ah, frisch und knackig. Meine Köche und Gäste werden es lieben. Ist das die Zutat, die wir suchen? Ich glaube ja. Bringen wir sie ihr. Moment. Das sind die Beeren, die wir brauchen für... Ah, okay. So, du hast das Saatgut verstreut. Yay. Könnte es hier auch noch irgendwo? Da habe ich jetzt hier kein weiteres Saatgut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist hier für Galdin Kai. Die Tante, die dort sitzt, die wollte ja irgendwelche komischen Bären haben. Die Quest haben wir jetzt quasi... auch dann jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Aber jetzt erstmal. Hauptquest. Ich komme. Möchtest du mit dem Boot nach Altissia fahren? Nach dem Ablegen lässt du Lucis fürs Erste hinter dir. Chocobos kehren automatisch zum Verleih zurück. Ja, muss ja, ne? Ade, Lucis. Ich warte in Altissia auf dich. Bin bald bei dir. Wir bereiten uns auf die Überfahrt vor. Verstanden. Ich bin bald bei dir.
Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, kleiner Umbra. Lauf, kleiner Umbra, lauf!